Firma Torwesten steht in Flammen. Zum Glück nur eine Übung des Feuerwehrlöschzuges 1. Am Abend kam es zu Behinderungen des Straßenverkehrs in der Kormke. Grund dafür war der angenommene Brand im Mittelteil des Firmenkomplexes. Zudem musste verhindert werden, dass der Brand auf einen 5000 Liter Heizöltank übergriff. Zunächst aber stand die Menschenrettung im Vordergrund. Im Bürogebäude befanden sich noch zwei Personen, die mit Hilfe der Drehleiter gerettet werden konnten. Insgesamt drei Einsatzabschnitte hatte die Feuerwehreinsatzleitung gebildet. So kümmerten sich die Löschgruppen Mellen und Langenholthausen um die Wasserversorgung aus der Hönne und den Löschangriff von der Kormke aus, während die Löschgruppe Balve die Menschenrettung und den oberen Teil ablöschte. Während der Übung kam es zu Behinderungen des Straßenverkehrs, denn die Autofahrer mussten über eine Schlauchbrücke fahren.